Meine Damen und Herren, hier sind die Ludolfs. Erstmal, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich habe viel von dir gesehen. Ja. Du bist ein fantastisch guter Kumpel, gell? Ja. Was ist los? Korrekt. Warst du mal Friseur? Nee. Ja, der Schurm hat das gemacht. Hast du nicht gesehen, ich habe 25 Kilo abgenommen. Ich wollte gerade fragen, ja. Ich dachte echt, hast 25 Kilo abgenommen? Ja, richtig. Wie hast du das denn gemacht? Gespart. viel mehr gearbeitet und viel mehr Filme gedreht und dann keine Zeit zum Essen gehabt. Und fühlst du dich jetzt wohl? Ich fühle mich einfach wohl. Oder fandst du dich irgendwie mit 25 Kilo mehr besser? Nein, jetzt fühle ich mich wohler. Ich fahre ja bald mit den Jungs ein Tourenrennen, auch im Oktober. Ah, okay. Jetzt passe ich hinter den Lenkrad hinterher, gell? Ihr seid auch wieder beim, der Money fährt wieder mit beim Stocker. Natürlich. Ne? Ja, ich freue mich drauf. Ich auch. Du hast schon zweimal gut abgeschnitten, ne? Ja, ich habe einen Parkplatz gesucht, aber nicht gefunden, deswegen musste ich weiterfahren. Genau. Korrekt, so ist es. So, jetzt Uwe. So, auf jeden Fall, ich bin als Ersatzfahrer nicht selbst dabei. Ja. Aber wir hoffen, dass ich mit rankomme, viel Spaß kriege. Ja. Ja, Autofahren musst du noch lernen. Ich habe jetzt Wochenend 6 Stunden im Auto gesessen, im Dauerrennen. Da wollte ich dich auch einladen. Ja. Da ist Luxemburg, bist du herzlich willkommen. Ist aber schon vorbei, oder? Nee, wir haben nächstes Jahr wieder. Sechs Stunden habe ich in eine kleine Corsa gesessen. 6 Stunden im Corsa? Ja, und habe dann Rennen über den Acker gemacht. Ja. Mal, immer mit der Ruhe, ich bin noch dran. Da habe ich mal den ganzen hinterm Mund gesessen und mit Birne eingestoßen. Also, da musst du mal mitmachen. Hatten normal alle 3 bis 4 Fahrer dabei gehabt zum Austauschen. Ich bin die ganze Strecke 6 Stunden durchgefahren, ohne Pause zu machen. Ja, und du machst das nächste Mal mit. Absolut. Ja, aber komplett ohne Ersatzfahrer. Aber das Problem bei dir, Uwe, du konntest nicht aussteigen, weil du wie eine Blechdose eingeklemmt warst. Deswegen bist du nicht ausgestiegen, korrekt? Ja. Das war richtig. Das könnte möglich sein. So, Stefan, das ist ja Kinderkram. Das ist alles Kinderkram. Wir sind mit dem Panzer gefahren, mit Knochen aufgehauen in die nächste Serie. Ja. Und wir sind durch Schlamm gefahren und richtige Rallye. Das ist Rallye. Das ist Rallye, ja. Ihr seid ja umgezogen. Ja, in Sport 1. Von dem einen Sender zum anderen. Ihr seid nicht mehr bei D-Max, sondern bei Sport 1 jetzt. Genau. Warum ist es dazu gekommen? Haben die so viel Geld geboten, dass sie gesagt haben, komm, wir brauchen die Ganz einfach. Die haben Nachforschung gemacht. Bei D-Max hatten wir die höchsten Einschaltquoten. Und dann sagte Sport 1, über ein Jahr Forschung gemacht, was haben die? Immer wenn die Ludolfs, haben die einfach keine Einschaltquoten mehr gehabt. Dann haben sie gesagt, dann wollen sie mal gucken, wie wir laufen. Und dann haben sie uns geködert. Ja, aber dann haben sie gemerkt, ich hätte überhaupt nicht gedacht, dass es so schnell hochgeht. Aber wir dürfen auch Blödsinn, Mann. Aber das Schlimmste ist, ich habe ja abgenommen, der Uwe, ich mache ja auch Kochen und so weiter, der Uwe isst meine ganzen Nudeln immer auf. Ja. Da hat er ein Airbag gekriegt. Ja, und ich laufe immer noch. Ja, sieht ein bisschen aus. Der Uwe hat das zugelegt, was Peter verloren hat. Ich habe einige Pfund zugelegt, aber das macht nichts. Ich will ja nicht so aussehen wie der Peter, das Backen runterhängen. Einige 10 Kilo hast du zugelegt, korrekt? Es gibt auch so ein Spiel jetzt im Internet, was man spielen kann. Ja, Manni, kennst du am besten? Sag mal. Doch auch mal. Wie heißt das? Garbage Garage. Cool. Da kann man, Garbage Garage, das nennt sich so ein Spiel, man kann unsere Firma aufbauen. Uwe, Mikro. Mikro. Wie heißt das Spiel nochmal? Garbage Garage, das nennt sich so, man kann unsere Firma aufbauen, man kann Autos abholen und ausschlachten. Also damit wir jede Menge an Satzteile reinkriegen und verkaufen. Wir waren bei einer Ausstellung jetzt, da wurde das Spiel vorgestellt, da waren 92.000 Menschen. Da haben 12 Sicherheitsleute uns eine Gasse gemacht von über 20 Meter. Da haben wir gesagt, macht sie nicht, kommt als Freunde. Wir sind in 92.000 Menschen reingegangen. Wir haben alle Autogrammkarten gegeben, den ganzen Tag geblieben. 92 bei den riesengroßen, das ist ein Gelände fast unmöglich, gell, Uwe? Ja, Wahnsinn. Richtig. Und dann das haben war hier wir die Messe. Die Messe, richtig, die Messe da. Spielemesse, also korrekt. Super gewesen. Ja. Das Spiel heißt Garbage Garage oder Garbage Garage, je nachdem, wie man es nennt. Garage, das ist oder egal. Dazu tun sie sich viele stören um diesen Namen. Ja. Aber jeder, nicht nur du, Stefan. Nee, ich störe mich da nicht dran. Ich sag nur, das heißt das Garbage, also Garbage
für die, die nicht des Englischen mächtig sind, nicht G-A-R-B-I-T-C-H, sondern Garbage-Garage. Ja. Das haben sich paar Engländer ausgedacht. Ein bisschen an dieser kleine Maulwurf. Garbage-Garage. Ja, war die schon auf dem Oktoberfest? Nein, dieses Jahr noch nicht. Wir möchten gerne hin, aber das machen wir nächstes Jahr. Wir haben mit dem ganzen Team zusammen geredet, mit den Regisseuren. Sport 1 sitzt doch in München, oder? Ja, wir waren ja in München. Da haben sie uns so gut behandelt. Ich bin mit einer Strecklimousine gefahren. Nee. Ja, ja, wirklich. Ja, ich brauche so große Pilar. Ganz alleine. Vertragsunterzeichnung oder was haben wir? Ja, richtig, vollkommen richtig. So geben die Gas bei Sport 1 mit einer Stretchlimousine. Aber da war alles drin, von Whisky, von Essen und alles. Aber ich habe nichts gegessen, auch kein nichts getrunken. Ja. Wir müssen uns aber nehmen, gell?